Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hatte ja im letzten Sommer-Favoriten-Video euch erzählt, dass ich die Chanel-Palette, die neue Beige Chanel-Palette geschenkt bekommen habe. Und hier ist sie. Sehr schöne Verpackung, ganz edel, ganz simpel. Woran denken wir, wenn die Beauty-Industrie, woran denkt die Beauty-Industrie, wenn es um Schönheit geht? Es geht natürlich um Natürlichkeit. Die natürliche Schönheit, unsere natürliche Schönheit zu unterstreichen, unsere Individualität, unsere authentische Individualität zu unterstreichen mit einem No-Make-up-Look, vielleicht versetzt mit einem Glow-Effekt, was uns jünger, gesünder, strahlender erscheinen lässt. Und Chanel hat 2013 die erste No-Make-up-Beige-Palette herausgebracht. Seitdem entwickeln sie immer schön weiter. Und jetzt gibt es seit Mai 2018 eine neue Kollektion, Beige-Palette, die umfasst ein Puder, ein Make-up, Lippenstifte, Lipbalms und natürlich auch diese wunderbaren Eyeshadow-Paletten, wo jede Frau, also jeder Hauttyp für sich einen geeigneten Ton oder geeignete Töne für die Augen findet. Denn hellere Töne öffnen das Auge und lassen es größer erstrahlen oder erscheinen und dunklere Töne nehmen zurück. Also unsere Augenkonturen hier zum Beispiel, diese Lidfalte. Also ich öffne jetzt mal dieses Teil. Ist natürlich hier, wie ihr sehen könnt, in einem Samtbeutelchen. Früher waren die Paletten ganz schwarz, jetzt ist der Deckel beige mit dem Chanel-Logo. Und geöffnet sieht sie so aus. Versehen mit so kleinen Pinselapplikatoren, die kann man eigentlich vergessen. Also die sind in der Not gedacht. Also man kann mit diesen kleinen Pinseln eigentlich gar nicht richtig ein Augen-Make-up zaubern, würde ich sagen. So, das ist wie gesagt hier nochmal so eine Abdeckung, eine Plastikabdeckung. Und dann haben wir 5 Farben, einen hellen Ton und einen schimmernden Ton. Ne, 2 schimmernde Töne, 2 matte Töne. Ich möchte jetzt nicht mit den Fingern reingehen. Auch wenn wir uns die Finger gewaschen haben, die Fingerkuppen sind immer ein bisschen fettig. Und wenn man mit dem Finger in ein pudriges Produkt geht, bleiben immer irgendwelche öligen Rückstände darin zurück. Und irgendwann kriegt ihr keine Farbe mehr ab. Das ist leider so, deshalb immer Pinsel benutzen. Ich habe heute drauf eine Foundation, ist klar. Und als Glow, ich hab nicht die ganzen Chanel-Produkte, nur diese Palette, also nicht dieses neue Make-up und auch kein Rouge. Ich habe hier mein Rosy Glow wieder auf die Wangen gegeben, was ich sehr, sehr schön finde. Also ich mag das unglaublich gerne, für 8, 9 Euro ist drin. Naja, ich habe noch nicht mal die Hälfte aufgebraucht, ist wie gesagt ein Jahr alt. Ich beginne jetzt mit einem flachen Pinsel und gehe erstmal in diesen hellsten Ton, ganz vorsichtig, und gebe mir diesen hellen Ton auf das gesamte Lid. Also ich muss sagen, Farbabgabe ist okay, aber es gibt bessere. Und es staubt ein bisschen. Obwohl ich jetzt wirklich ganz, ganz vorsichtig bin. Ich gebe das ruhig bis unter den Bogen auf. Es staubt wirklich, meine Güte. Jesus Maria. Naja. So, der hellste Ton ist drauf. Nun nehme ich einen Verblenderpinsel und gehe in diese Farbe. Ich weiß nicht, wie man die nennt. Mal sehen, wie da die Farbabgabe ist. Das ist schon ein bisschen besser. Ich trage das ohne Druck
ganz leicht auf. Soll ja ein natürlicher Beige-Look werden. So, hier ist meine berühmte Narbe. Muss ich mal um diesen Bogen so ein bisschen rumgehen. Mit dem dunkleren Ton hier, matt, gehe ich jetzt nochmal in die Lidfalte, um das ein bisschen nach hinten treten zu lassen. Nur ganz minimal. In der Bananentechnik. So. Und jetzt nehme ich einen Eyeliner-Pencil. Den habe ich schon etwas angefeuchtet. Und gehe in den dunkelsten Ton. Und ziehe mir damit einen Lidstrich. Sehr schön. Also für, ich kann nur diese Form des Lidstrichs empfehlen, wenn ihr jetzt nicht diese Eyeliner-Pencil, diese flüssigen nehmen wollt, geht das mit einem angefeuchteten Pinsel und diesem Puder-Lidschatten sehr schön. So, dann mache ich hier unten noch ein bisschen ran. Nur so ein Hauch. Wer jetzt dunkle Wimpern hat, muss das nicht unbedingt machen. Und jetzt kommt die Mascara zum Einsatz. So, ich habe mir jetzt die Wimpern getuscht. Und nun ist ja noch eine Farbe übrig. Diese hier. Das ist so ein schimmerndes Rosé. Da nehme ich jetzt einen sauberen Pinsel und gebe mir davon ein bisschen Farbe in die Augenwinkel. Wisst ihr ja, das hält auf, öffnet den Blick. Was soll ich jetzt sagen zu der Palette? Sie ist schön. Sie ist schön. Tolles Design, das mag ich gerne. Schöner großer Spiegel. Also wer so viel Geld übrig hat, da kann sie sich kaufen. Die kostet 56 oder 58 Euro. Ist natürlich eine Nummer für 5 Farben. Aber es ist Chanel, ne? Man hat diesen Chanel-Produkt. Also man muss sie nicht unbedingt haben. Sie ist schön, aber man muss sie sich nicht unbedingt kaufen, ist mein Fazit. Das sage ich jetzt mal ganz ehrlich, obwohl ich ein Fan von Chanel bin. Aber ich dachte mir, jetzt habe ich die geschenkt bekommen, ich habe sie mir zum Glück nicht selber gekauft. Ich zeige euch die mal. Als Lippenstift ganz passend zum No-Make-Up-Look, das ist dieser Colored Shine 600... 42. Die sind sehr cremig, sehr butterig, weich und wenn das warm ist, ich empfehle euch, die Dinger in den Kühlschrank zu legen. Weil sonst, die brechen euch ab, selbst wenn ihr das nur so ein bisschen rausschiebt oder rausdreht. Ja, ich bin zufrieden, aber jetzt nicht himmelhoch jauchzend. Das wollte ich euch mitteilen. Mein Fazit zu der Le Beige Palette von Chanel Glow Natural Eyeshadow Palette. Ich kann sie euch gerne verlinken. Aber
ich bin so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen enttäuscht, aber es gibt wirklich vergleichbar richtig gute Paletten. Ich habe zum Beispiel, unabhängig jetzt davon, eine gekauft, die stelle ich euch auch demnächst mal vor. Das ist von Sephora eine neue. Die hat auch so Sommer-Nude glänzende Töne und da ist die Textur eindeutig intensiver. Aber vielleicht soll das ja auch so sein. Also das ist jetzt mal mein Feedback. Ihr wisst, ich sage das, was ich denke und empfinde und fühle und ihr könnt damit ja auch prima umgehen. In diesem Sinne, ihr Lieben, wünsche ich euch einen wundervollen Tag und denkt daran, seid gut zu euch. Bis bald. Ciao.